In diesem Video bekommst du die einfachste Schritt-für-Schritt-Anleitung, mit der du ChatGPT sofort einsetzen und für dich arbeiten lassen kannst. Dadurch wirst du mehr Kundenanfragen generieren und schließlich mehr Umsatz mit deinen Wunschkunden erzielen. Alle, die neu dabei sind, bekommen heute mein E-Book ChatGPT für dein Business kostenlos. Der Link in der Checkbox. Kommt es dir auch manchmal so vor, dass die KI einfach zu blöd, zu kompliziert, zu umständlich ist und es ist eigentlich nichts für dich? Dann wird es höchste Zeit, dass wir uns jetzt ein paar Minuten damit genauer beschäftigen. Also freu dich drauf! Um mit ChatGPT arbeiten zu können, müssen wir uns einfach mal kostenlos bei OpenAI anmelden. Die Version 3.5 ist kostenfrei, die Version 4 kostet $20 pro Monat. Details findest du auf dieser Folie. Wir schauen uns das ganz kurz an, es gibt eigene Tutorials dafür. Also die Anmeldung ist wie gesagt ganz einfach. Du gehst auf die Website openai.com. Wir gehen auf Try ChatGPT, Sign Up. Also registrieren. So, und hier hast du jetzt verschiedene Optionen, entweder mit deinem Google-Account, mit Microsoft-Konto, mit Apple-Konto oder du erstellst ein Konto mit deiner E-Mail-Adresse. Das wäre jetzt max@mustermann. Bla, gehst auf Weiter. So, Max Mustermann, Passwort, Klassiker, 2345 7, bitte nicht nehmen und dann auf Fortfahren. Du bekommst jetzt einen Bestätigungslink per E-Mail zugeschickt, also geh in dein E-Mail-Postfach. Normalerweise dauert das 20-30 Sekunden, bis das ankommt. Das sieht dann im E-Mail in etwa so aus. Du klickst einfach auf den Link hier. So, dann warten wir auf die Verifizierung. Dauert kurz, dein E-Mail ist verifiziert. Fertig. Und hier hast du dann Login. So, dann melde ich mich mit meinen Daten jetzt einfach wieder an. Mein Passwort und fortfahren. Dauert einen kurzen Moment. So, bestätige, dass du ein Mensch bist. Aufgabe starten. Das ist immer spannend. Die habe ich schon ein paar Mal nicht geschafft. Aber das sollte funktionieren. Benutze die Pfeile, um das Objekt so zu drehen, dass es in die gleiche Richtung wie die Hand schaut. Absehen. So, Bestätigung abgeschlossen. Dann fragt er noch ein bisschen was. Wie heißt du? Was, wann hast du Geburtstag? Das füllst du einfach aus. Bestätigung abgeschlossen. Und dann hast du hier deine Startansicht. Die schaut bei jedem ein bisschen anders aus, weil da ändern sich auch immer wieder was. Schritt 2, wichtig, verstehe, wie ChatGPT tickt, also wie er denkt, wie er funktioniert. Es ist zwar ein Assistent, aber es ist kein menschlicher Assistent, also du musst ihm schon genau sagen, was du von ihm willst. Dazu nutzen wir Prompts, also Eingaben. Je genauer die sind, umso besser sind natürlich die Ergebnisse, die wir bekommen. Schauen wir uns das an. Also, wir sind jetzt angemeldet. Hier oben siehst du Version 3.5. Die Version 4 geht nur mit Upgrade. Hier kannst du deine Seitenleiste öffnen. Die machen wir jetzt mal zu. So, und jetzt starten wir einfach mal, wie wir üblicherweise starten. Schreibe einen Blogartikel mit 1000 Wörtern zum Thema Hundeerziehung. Das ist das Ergebnis. Als Anfang gar nicht so schlecht. Unser Anspruch ist natürlich, dass wir Top-Ergebnisse bekommen und dafür dürfen wir einige wichtige Grundregeln bei der Verwendung von ChatGPT berücksichtigen. Als erstes natürlich ein klares Ziel definieren. Was möchtest du als Endprodukt erhalten? Wenn wir also in unserem Beispiel einen hochwertigen Artikel für unseren Blog zum Thema Hundeerziehung erhalten wollen, der potenzielle Kunden anspricht, Mehrwert liefert und SEO-optimiert ist, um gut gefunden zu werden, dann hätten wir doch schon mal unser erstes Ziel. Dann ist natürlich wichtig die Vorbereitung, also welche Informationen braucht die KI überhaupt? Also in unserem Beispiel Hundeerziehung. Wer sind wir und was machen wir? Also unsere Basisdaten. Wie wollen wir wahrgenommen werden? Zum Beispiel Positionierung als Hundeprofi. Wer ist unser Zielkunde? Also Endverbraucher oder sind es vielleicht Organisationen, Hundeschulen oder wer weiß was? Welche Probleme lösen wir? Gibt es Referenzen, also Testimonials, die wir im Artikel verwenden können oder sollen? Dann müssen wir natürlich einen bestimmten Rahmen vorgeben. Also was darf und soll die KI machen und wie kreativ darf sie dabei sein? Welche Tonalität soll verwendet werden? Sie-Form, Du-Form oder Einzahl, Mehrzahl von Personen? Soll die KI professionell, informell, lustig formulieren? Wenn du ein Beispiel von einem tollen Artikel, egal aus welcher Branche,
hast, dann gib es der KI. Verwende auch Negativ-Prompts, wenn du etwas dezidiert ausschließen willst, zum Beispiel, dass Informationen von deinen Mitbewerbern berücksichtigt werden. Gib an, welches Ausgabeformat du haben möchtest, also Text, HTML, Google Doc, Word-Dokument oder eine Tabelle, je nachdem, was du eben als Ausgabe haben willst. Nun zu einem ganz wichtigen Schritt, der KI eine Rolle geben. Wir können es zum Beispiel als Experten definieren. Du bist Experte für Fachgebiet bla bla bla, spezialisiert auf kreative neue Ideen in folgender Branche. Oder du gibst ihm die Rolle einer Person. Zum Beispiel, du bist Mark Zuckerberg, möchtest ein neues Produkt entwickeln in Branche XY, um neue Zielgruppen zu. So, und jetzt auch wieder ab in die Praxis. Wir machen weiter mit Schritt 3. Schritt 3, generieren von Content. So, jetzt nehmen wir ein einfaches Beispiel. Wir wollen einen Blogartikel für deine Zielgruppe erstellen. Angenommen, wir möchten jetzt einen Blogartikel erstellen zum Thema gesunder Rücken oder sowas in dem Bereich. Dann müssen wir ihm natürlich zuerst mal eine Rolle geben. Ich habe das natürlich schon vorbereitet. Also agiere als erfahrener Werbetexter. Erstelle bitte einen Blogartikel mit mindestens 1000 Wörtern, daran hält er sich selten, zum Thema gesunder Rücken. Sprich den Zuseher mit Du an. Die Sprache ist Deutsch, informell. Beginne jetzt mit der Gliederung. Schauen wir mal, was er ausspuckt. Ist die Version 3.5, die ist schneller. Version 4, mit der ich normalerweise arbeite, ist viel präziser und umfangreicher. Aber wie gesagt, das ist die kostenlose Variante. Blogartikel gesunder Rücken, Tipps für eine starke und schmerzfreie Wirbelsäule. Einleitung, du kennst das Gefühl von Rückenschmerzen sicherlich gut. In diesem Artikel erfährst du, bla bla bla. So, warum ein gesunder Rücken wichtig ist, dein Rücken trägt nicht, da, Übungen, Entspannungstechnik, Fazit. Gut, dann lassen wir hier mal arbeiten. Beginne mit dem Blog. Hallo liebe Leserinnen und Leser, Rückenschmerzen sind ein alltägliches Problem, das viele von uns betrifft. Doch ein gesunder Rücken ist entscheidend für unser Wohlbefinden und unsere Lebensqualität. In diesem Artikel erfährst du, kein Highlight, aber gut. Punkt 2 bitte. Warum ist ein gesunder Rücken wichtig? Dein Rücken ist das Fundament des Körpers, Quellangaben dazu. Ja, okay. Auch ganz gut. Was ist Punkt? Gut, dann lassen wir ihn weitermachen. Das ist Punkt 3, Tipps für einen starken Rücken. Tipps für einen starken Rücken. Deinen Rücken stark und gesund zu halten, sind einige wichtige Maßnahmen zu beachten. Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung, achte darauf, dass dein Arbeitsplatz Rückenschwellung auf, regelmäßige Bewegungen, Sport, richtiges Heben und Tragen, schwerer Lasten, ausgewogene Ernährung. Okay, dann lassen wir ihn weitermachen mit Punkt 4. Schauen wir mal, ob es auch funktioniert, wenn ich nicht dazu schreibe. Mach weiter. Plank, diese Übung stärkt die gesamte Rumpfmuskulatur und verbessert die Stabilität. Seitliche Unterarm stützt diese Übung. Ja, okay, vernünftig. So, ich mache jetzt noch ganz schnell die nächsten zwei Punkte fertig. In Entspannungstechniken. Um Verspannungen im Rücken zu lösen und die Entspannung zu fördern, sind verschiedene Techniken wirksam. Progressive Muskelentspannung, PMR, Atemübungen, Yoga und Tai Chi mit Quellangaben wieder. Soweit so klar, das war Schritt 3. Schritt 4, wir wollen natürlich die Ergebnisse überarbeiten, optimieren und natürlich auch für die Suchmaschinen freundlicher gestalten. Eine neue Rolle. Agiere als SEO-Experte und kritisiere diesen Blogartikel, mache Verbesserungsvorschläge. Dann schauen wir, ob die Version 3.5 da auch ganz gut ist. Die 4er ist sehr gut dafür. Kritik und Verbesserungsvorschläge. Kritikpunkte. Mangelnde Relevanz. Der Titel verspricht 7 beste Tipps, doch es werden keine Tipps genannt. Fehlende Strukturierung, fehlende Einleitung und zureichende ganz schön heftig, der kritisiert sich ganz ordentlich. Passt, Kritik angekommen. Gut, das lassen wir natürlich nicht so stehen. In eine neue Rolle. Also agiere nun wieder als der beste Werbetexter, nimm die Kritik und die Verbesserungsvorschläge auf und erstelle den Blogartikel nochmals neu. Der menschliche Mitarbeiter würde jetzt schon wieder oder sowas ähnliches. Ein gesunder Rücken, Tipps und Übungen für eine starke Wirbelsäule. Haben Sie oft schon... Hat sie wieder vergessen. Oh, der Artikel ist jetzt schon besser, aber wir wissen ja natürlich gar nicht, ob er den Leser interessiert. Also, wir haben eine neue Rolle und sagen, schlüpfe nun in die Rolle des potenziellen Lesers. Unser Zielkunde ist Johann, 56 Jahre jung, Hobbys Wandern, Reisen, klassische Musik, er arbeitet in einem Produktionsbetrieb und hat häufig Rückenschmerzen. Kritisiere den Blogartikel. Und los geht's. Als potenzieller Leser, Johann, bla 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 bla. Der Artikel spricht allgemein über die Bedeutung eines gesunden Rückens, aber er könnte persönlicher gestaltet sein.
Übungen. Johann hat häufig Rückenschmerzen, daher werden spezifische Übungen. Gut, Verbindung zu seinen Hobbys, praktische Anleitungen, Einbindung von Expertenrat. Okay, gut, dann machen wir weiter. Jetzt sind wir doch schon ein gutes Stück weit. Das lassen wir uns den Artikel richtig schreiben und sagen, agiere nun wieder als der Werbetexter und berücksichtige die Kritik von Johann. Schreibe den Artikel unbedingt in der Du-Form und nutze SEO-Keywords möglichst am Anfang von jedem Absatz. Dann schauen wir, was uns jetzt gibt. 5 Tipps für einen gesunden Rücken, speziell für dich, lieber Johann. Naja, okay, gut. Johann, wir wissen, wie wichtig es ist, dass dein Rücken stark und gesund hat. Gut, aktiv bleibst, gezieltes Training, es ist wichtig, Sitzhaltung ändern, okay, richtiges Heben beim Heben schwerer Gegenstände, Entspannung. Du siehst, das sind schon deutlich bessere Ergebnisse. Wir sind jetzt immer noch bei Schritt 4. Mit ChatGPT 4 erreichen wir hier natürlich ganz andere Ergebnisse, aber es geht nur darum, dass du mal siehst, wie es funktioniert. Schritt 5, ChatGPT kann uns natürlich auch helfen, unsere Kundenkommunikation zu verbessern. Was ist oft bei Blogartikeln häufig gestellte Fragen? Das wollen wir hier natürlich auch. Oh, ChatGPT, dann brauchen wir einen FAQ-Bereich. Kannst du bitte häufig gestellte Fragen erstellen und beantworten? Gib mir bitte 7 Fragen und Antworten. Natürlich, hier sind 7 häufig gestellte Fragen. Warum ist ein gesunder Rücken wichtig? Ist gesund da die Stabilität? Ja. Welche Übungen sind gut für den Rücken? Übungen wie Planks, Rückendrehungen, Katzenbuckel. Bin zufrieden mit dir. Schritt 6, natürlich auch ganz wichtig, personalisieren und optimieren. Es soll natürlich so ausschauen, als ob du den Blogbeitrag geschrieben hast und nicht deine Maschine. So, auch hier gibt es einen Unterschied zwischen Version 3.5 und 4. In der Version 4 kannst du deine Benutzer, also deine Custom Instructions hinterlegen. Wer bin ich, wie schreibe ich, welchen Stil, was mache ich, das kannst du dann immer verwenden. In dem Fall sagen wir es ihm halt einfach bei der 3.5er Version, schreibe nun den kompletten Blogartikel in meinem Namen und meinem Stil. Ich bin Max Mustermann, Fitnesscoach, spezialisiert auf Rückentraining für Menschen im Berufsleben. Sprich den Leser direkt mit Du an. Schauen wir, ob er das jetzt hinbekommt noch und möchte. Dein Weg zu einem starken Rücken im Büroalltag. Hey du, als, okay, hey du, das können wir weglassen. Als Fitnesscoach und Experten. Ja, also ich weiß nicht, was du davon hältst, aber um so ein Ergebnis zu bekommen, sitzen manche Content-Creatoren 5-6 Stunden dabei. Also wie gesagt, sieh es als Assistent und ich empfehle dir ganz klar die Version 4. Und jetzt kannst du deinen Artikel veröffentlichen. Wichtig dann zu schauen, messen, anzupassen, optimieren, die Keywords anschauen, wie kommt der Artikel an, wo gibt es Verbesserungspotenzial. So, bevor wir weitermachen, schauen wir mal, ob wir alles erledigt haben. Schritt 1 bis 7. Registrierung und Einrichtung. Erledigt. Schritt 2. Verstehen, wie ChatGPT denkt. Erledigt. Schritt 3. Generierung von Content. Erledigt. Schritt 4. Optimierung der Ergebnisse. Erledigt. Schritt 5. Kundenkommunikation verbessern. Erledigt. Schritt 6. Personalisieren und optimieren. Erledigt. Schritt 7. Messen und anpassen. Erledigt. Yeah! Jetzt kannst du dir schon mal auf die Schultern drücken. So, jetzt war das natürlich nur ein Bruchteil. Also wir haben jetzt einfach mal einen Blogartikel probiert. Du hast vielleicht ganz andere Anwendungsvoraussetzungen. Vielleicht möchtest du eine Sprache lernen. Vielleicht möchtest du Unterstützung irgendwo im Beruf haben. Vielleicht möchtest du ein Hobby vertiefen, was auch immer. Warum selber spekulieren? Du kannst ihn jederzeit fragen, so wie du ChatGPT bei jeder Aufgabe fragen kannst. Wenn du nicht weiter weißt, dann fragst du einfach, was musst du wissen, damit du mir die und die Antwort bringen kannst. So, jetzt fragen wir ihn einfach konkret nach 10 Möglichkeiten, wie uns ChatGPT unterstützen kann. Bei welchen Aufgaben kann ChatGPT konkret verwendet werden? Gib mir bitte 10 Beispiele. Natürlich, hier sind 10 konkrete Aufgaben, bei denen ChatGPT verwendet werden kann. Recherche und Informationssammlung, Texterstellung natürlich, Sprachübersetzungen, ja, ganz sehr gut, Textüberprüfung und Korrektur, Generierung von Ideen, also klassisches Brainstorming, ja, Erstellung von Produktbeschreibungen, Kundenservice und Support, Erstellung von Präsentationen, Generierung von Marketinginhalten, Lernen und Bildung. Du siehst, das sind jetzt nur 10 Bereiche, also ich kann dir sagen, es gibt hunderte, wenn nicht tausende Anwendungsfälle. Vielleicht möchtest du ChatGPT aber auch ganz anders nutzen. Vielleicht möchtest du wissen, was du kochen sollst, wenn Freunde zu Besuch kommen. Lassen wir uns einen Vorschlag machen. Ich habe was vorbereitet. Ich möchte Freunde mit einem 4-Gänge-Menü überraschen. Es sind enge Freunde, insgesamt 12 Personen. Ich habe keine Idee, was ich machen soll. 2 Freunde essen kein Fleisch, alle anderen sind wahre Fleischtiger. Kannst du mich unterstützen? Natürlich, hier ist ein Vorschlag für ein köstliches 4-Gänge-Menü, das sowohl Fleischliebhaber als auch Vegetarier begeistern kann. Gebratene Feigen mit Ziegenkäse und Honig, Feigen halbieren, einen vollen anbraten, Ziegenkäse, Brötchen, Zwischengang, 2 Tomaten, Basilikumsuppe,
Hauptgang, Rinderfilet mit Rosmarinkartoffel für die Fleischliebhaber serviert. Wie gesagt, mach damit, was du möchtest. Aber du siehst, auch hier bekommst du ganz einfache Tipps. Was auch gut funktioniert, was ich selber schon probiert habe. Im Kühlschrank schaut es nicht wirklich gut aus und ich habe keine Idee, was ich mit den 7-8 Zutaten, die drinnen sind, kochen soll. Probier das mal aus, du wirst überrascht sein, was da für Ideen kommen. Schau dir unbedingt auch das Video an für Fortgeschrittene.